dachte, dass Sie hier wieder selbst das Steuer übernommen haben. Kommen Sie denn darauf? Sie sind hier, nicht in Spanien. Sie holen Ihre alten Freunde aus dem Ruhestand zurück. Leute mit großer Kaufhauserfahrung. So wie Sie? Wie sieht's denn aus? Werden Filialen geschlossen? Die Schließungen spart man vielleicht Geld, aber man verdient keines. Ich würde lieber welches verdienen. Koreanische Woche, keine asiatische, ausgerechnet eine koreanische Woche. Das hat doch was zu bedeuten, oder? Da ist ja was dran an den Gerüchten, dass die Koreaner bei Ihnen einsteigen. Dokim Industries? Wollen Sie sich nicht äußern? Oder gibt's keine Verhandlungen? Oder sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen? Die Koreaner sind alte Geschäftsfreunde, aber... Na, das ist doch schon was. Danke. Er hat angebissen. Was da steht, wird zwischen dem südkoreanischen Industriegiganten Dokim Industries und der Kaufhauskette Bellheim offenbar eine enge Kooperation angestrebt. Genau wie wir es wollten. Gut gemacht. Was hast du denn? Ach, vermutlich Zug bekommen. Dein linkes Auge ist ganz blutunterlaufen. Aber das linke? Wieso? Ist weniger schlimm, wenn beide Augen blutunterlaufen sind? Im Gegenteil, sei froh, wenn es nur eins ist. Warum? Weil du sonst wie ein Karnickel aussiehst. Noch Kaffee? Ja, bitte. Deine Scheibe von dem Beinschinken, bitte. Bring sie mal die Augentropfen. Find ich prima. Könnte ich immer wieder lesen. Jetzt brodelt die Gerüchteküche, verlasst euch drauf. Und unser Kurs steigt. Na, hoffentlich. Wenn es uns jetzt noch gelingt, den Umsatz hochzupäppeln, ehe wir mit unserem Konzept bei der Bank aufkommen. Ja, oben gucken. Ja, ja. Höhere Umsätze, guter Aktienkurs. So was beeindruckt die Bank. Banken interessieren sich nur für Zahlen, nicht für Prosa. So. Das tropft mal rein, das bohrt man nicht rein. Das ist ein Tropfer und kein Bohrer. Du hast den Kopf bewegt. Weil du bohrst, statt zu tropfen. Also komm jetzt. Lange. Guten Abend. Na, dann wollen wir mal reingehen. Hallo. Nett, Sie zu sehen. Es tut mir leid, dass ich störe, Herr Rottmann. Ich habe leider keine sehr guten Nachrichten. Der Kurs von Bellheim ist heute auf 2,23 gestiegen. Etwa einer rausgekriegt, das kann ich mir nicht vorstellen. Unsere Käufe sind gut getarnt, über die verschiedensten Konten. Aber haben Sie das hier schon gelesen? Wenn tatsächlich die asiatische Prozession mit einem Koffer voller Scheinchen auf dem Weg zu Bellheim ist, verkaufen die halt alles, was wir an Bellheim-Aktien haben. Jetzt die Flinte ins Korn werfen? Der Kurs wird steigen, wir machen unseren Schnitt. Aber das wäre doch nur Kleingeld. Mit Bellheim lässt sich ein Vermögen verdienen. Wenn man die Kaufhäuser auflöst und dann Fremdfirmen vermietet, keine Gewerkschaft, kein Betriebsrat, keinerlei Risiko. Top-Immobilien in bester City-Lage, für die jede Miete bezahlt wird. Die hat ja einen richtigen Killerinstinkt. Hä? Gib mir das Kuvert. Danke. Okay, Lady. Aber ich brauche Informationen. Fakten. Keine Vermutung. Sie sitzen noch an der Quelle. Ihre Kreditabteilung weiß garantiert über eine Transaktion Bescheid. In der Bank verläuft so eine Art chinesische Mauer zwischen Kreditabteilung und Wertpapierabteilung. Wir haben. Klettern Sie drüber. Na, was ist? Wenn ich erwischt werde, bin ich meinen Job los. Erwischen lassen sich nur die Dummen.
Wenn Filialen geschlossen werden, hat das natürlich auch Auswirkungen auf dieses Haus hier. Mitarbeiter aus anderen Häusern werden übernommen werden und dafür hier welche gehen müssen. Siehste, die Aber ich hoffe, dass sich Schließungen vermeiden lassen. Dafür brauche ich jedoch Ihre Hilfe. Kein Unternehmen kann es sich leisten, dauernd zuzubuttern. Also müssen wir raus aus den roten Zahlen. Wir müssen mehr verkaufen. Schafft bessere Ware ran! Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Schafft bessere Ware ran! Keine Spitzenrufe, bitte! Otto, haben wir das Mikrofon! Dauernd ist das Lager voll mit Ware, die wir nicht verkaufen können. Und im Sommer Skistiefel. Wenn Sie was zu sagen haben, bitte, bitte kommen Sie doch nach vorne, ja? Kommen Sie nach vorne, da versteht man Sie besser. Ich verstehe die Kollegin von da hinten sehr gut. Ja. Bravo. Bravo. Nicht sonderlich beliebt, unser Personalleiter. Hm? Und seit kurzem einen neuen Zentraleinkäufer, Herrn Herbert Sachs, früher Vorstandsvorsitzender von Kaufstadt. Und einen neuen Finanzdirektor, Dr. Erich Fink. Hi, Bill. It's good one. Yeah, fine. How about you? Hey, look, Bill, you've got too much money in your account. No, I think we've seen the bottom. Yeah, we'll see a rising market. Okay. No, you should definitely buy. Look, Bill, can I phone you back in 5 minutes? Thanks, Bill. Nein, bitte nicht. Heute nicht, okay? Was ist denn los? Ich habe keine Lust. Entschuldige. Holst du mir meinen Mantel? Wie oft müsst ihr jetzt in dieser Abendschule? 4-mal die Woche. Mhm. Mhm. Noch eine Flasche Wein? Hey, alles in Ordnung? Nein, nein. Was denn? Doch. Die Paul-Klee-Ausstellung neulich hat mir übrigens gefallen. Danke für den Tipp. War toll, nicht? Mhm. Entschuldige mich einen Augenblick. Mhm. Sie haben weder genug Geld eingespart. Ich bringe Ihnen den Rest morgen vorbei, bestimmt. Und jetzt wollen Sie noch eine weitere Flasche Wein bestellen. Warum sagst du denn keinen Ton? Ich habe doch dein Portemonnaie. Ach so. Hm? Tja, bitte. Ich... Nein, es tut mir leid. Es ist so blöd, so gedankenlos. Ich entschuldige, ich...
mal Kaffee auf. Hier ist eine Nadel. Für eine Nadel? Für eine Nadel, mit der kriegst du das Paket Kaffee an. Wir müssen das aussortieren, wir haben rum nachschauen. Wir haben die halbe Nacht telefoniert. Der Typ aus der Kontaktanzeige? Er ist Widder, stell dir vor. Und er hat auch noch Widder als Aszendent. Ach du meine Güte. Hast du nichts gefrühstückt? Nee, nicht viel. Na schön, wenn Sie sich als Informant zur Verfügung stellen, kommen Sie noch mal ungeschoren davon und kriegen Prämie. Na, Sie wollen doch was dazu verdienen, oder? Also jetzt entscheiden Sie sich. Wenn ich ziehe, dann macht's halt ein anderer. Seide aus Südkorea, gnädige Frau. Fleck abstoßend und unheimlich haltbar. 198 Mark, bitteschön. Super siehst du aus. Wirklich? Mhm. Echt klasse. Ah je. Der Typ wird ausflippen. Ja. So. Super. 198 Mark. 100, 200. 2 Mark der Tour. Vielen herzlichen Dank. Wiedersehen. Und morgen hängst du den Fummel wieder zurück. Der Stiel fliegt, basta. Da gibt's keine Diskussion mehr, Herr Schreiber. Herr Bellheim, haben Sie schon vom neuesten Einfall unseres Vorstands gehört? Wer einen anderen beim Klauen erwischt, bekommt eine Prämie. Nicht, wenn er einen Dieb stellt, nur wenn er jemanden denunziert. Damit wird der Betriebsfrieden leichtfertig aufs Spiel gesetzt. So geht doch nicht an dem vorbei. Ja, warum denn nicht? In dem Kleid. Woher soll er das wissen? Jetzt halt die Ohrläppchen steif. Ich respektiere Ihre Meinung, Herr Bellheim, aber entschuldigen Sie bitte, ich bin halt anderer Meinung. Ach komm, der ist noch so grün, dass ihn im Sommer die Kühe fressen. Personalpolitik mit der Brechstange. Erinnert ihr euch noch an Max Reuter? Den Chefeinkäufer von Gortlet? Der ist nicht Reuter. Der ist Rennert. Rennert war Geschäftsführer vom Einzelhandelsverband. Der vom Einzelhandelsverband hieß Riecher. Der Rennert ist übrigens tot. Ach, der ist tot? Sag bloß. Seit 3 Jahren, wird 70 und schleicht sich davon. Heute war der alte Gewerkschafter. Ja, richtig, von der DRG. Jetzt erinnere ich mich. Ich wüsste gern, wo der steckt. Vielleicht ist er auch schon tot. Wenn Sie euch interessieren, er wohnt bei seinem Sohn in Lüneburg. Ich habe eben mit seiner Schwiegertochter telefoniert. Warum? Was wollen Sie denn von dem? Reuter. Tortenreuter? Tortenreuter. Verrückte Idee. Wäre eine Wucht. Moment, ich bin schwer vom Begriff. Was wäre eine Wucht? So ein ausgebuffter Gewerkschaftsonkel als Personalchef. Und vielleicht hat er gar kein Interesse. Oder ist zu krank. Über den Computer komme ich nicht an alle Informationen ran. Aber ich habe mich noch mal rumgehört. An dem Gerücht, dass die Koreaner bei Bellheim einsteigen, ist nichts dran. Nicht die Bohne. Niemand will mit Bellheim fusionieren. Sie sind auf Draht, Lady. Danke. Für Ihr Insulin, Herr Ortmann. Der Vorstand will Filialen schließen, Personal abbauen. Bellheim widersetzt sich allen Sanierungskonzepten. Der mit seinem Riesenego will sich noch einen glänzenden Abgang verschaffen. Versuchen wir, ihm in die Suppe zu spucken. Vorsichtig, Lady. Man darf ihn nicht unterschätzen. Bong. Knallen Sie alles auf den Markt, was wir an Bellheim-Aktien besitzen. Unseren ganzen Bestand? Auf einen Schlag. Plus 3.000. Was? 5.000. So produziert man Schaden. Das wäre ein Leerverkauf, Herr Rottmann. Sie wissen... 5.000? Ich habe 2 Tage Zeit, um die zusätzlichen 5.000 Aktien der Bank nachzuliefern. Also machen Sie es. Sonst war's das mit uns beiden. Okay.
Wir versauen den Kurs, wir knüppeln ihn runter. Dazu Gerüchte über schlechte Erträge, Schließungen. Na, keine Sorge, da helfe ich noch ein bisschen nach. Sowas fährt nicht nur den Kleinaktionären in die Knochen, Lady. Für dich. Wenn du Bellheim hast, weg damit. Sofort. Wieso? Hast du was Leuten hören? Danke, ich revanchiere mich. Ihre Wirtschaftsredaktion, bitte. Herrn Kern. Für dich. Das Gerücht vom Multimillionengeschäft zwischen Bellheim und den Koreanern ist ein Märchen. Definitiv? Definitiv. Das ist ja ein Hammer. Dann hat mich Bellheim also angeschmiert. Na, warte, ich lass mich doch nicht verarschen. Kann ich eine Quelle zitieren? Unterstehen Sie, schreiben Sie, wie man hört. Dann haben Sie die Nase vorn. Keiner kann Ihnen an den Karren fahren. Rotweinflecke. Wir hatten uns gerade hingesetzt. Er prostet mir zu. Ich greife nach meinem Glas. Rums. Der ganze Abend dabei. Ich habe so geweint. Habe überhaupt nicht mehr mit ihm gesprochen. Was meine Dame? Los! Unheimlich scharf, Mann. Meinst du, mit Anstand kommst du weiter? Wie meinst du denn, hat so einer wie Bellheim geschafft? Defekt muss repariert werden. Da hat er sehr abgebaut, wissen Sie? Aber es will er natürlich nicht wahrhaben. Vielleicht ist er ein Theater. Seit ein paar Monaten hat er ein neues Hobby. Hast du deine Schularbeiten fertig, Nico? Ja, ja. Kann ich ihm was anbieten? Kaffee vielleicht? Jetzt gucken Sie sich das an. Manchmal ist mein Schwiegervater wie ein unvernünftiges Kind. Er hatte zwei Herzinfarkte. Der Arzt hat ihm das Rauchen streng verboten. Aber er ist dermaßen uneinsichtig. Machen Sie sich nicht wichtig, Wuttke. Ich erfahre nämlich auch ohne Sie alles, aber auch alles, was ich wissen muss. Sie werden die Zeiger der Uhr nicht zurückdrehen. Der gute Klammrot hat mystische Wallungen. Will ich die Zeiger der Uhr zurückdrehen? Solange ich lebe, soll der Geheimrat. Soll der Geheimrat das Heft nicht aus der Hand geben? Nicht aus der Hand geben. Mein Gott, ich habe mein Stichwort schon gehört, aber ich krieg die Tür nicht auf. Die muss doch aufgehen. Na, die geht aber nicht auf. Was soll ich denn machen? Nicht nervös werden. Zieh sie zu dir hin. Ganz ruhig. Die geht auch ganz ruhig nicht auf. Nicht drücken, ziehen. Die klemmt. Ziehen, Max, ziehen. Nicht mit Gewalt. Ach. Geht wirklich nicht auf. Wenn er sie reindrückt, macht er sie natürlich kaputt. Er muss ziehen. Was? Was soll nur, wenn ich die höre? Ich mach sie kaputt! Ich mach sie kaputt!
Hausen? Ich mach sie kaputt! Ich mach sie kaputt! Das ist wirklich die Höhe. Bellheim. Herr Bellheim. Ihre Schwiegertochter hat mir gesagt, wo ich sie finden könnte. Was denn? Das sind schon vier? Mensch, haben wir uns lange nicht gesehen. Ich habe sie gleich erkannt. Max, wir müssen die Tür auswechseln. Ich schlage vor, wir brechen ab und probieren morgen weiter. Ich habe sie kaputt gemacht. Was dagegen, wenn wir ein bisschen laufen? Er hat nämlich Schwierigkeiten mit der Verdauung. Macht er deshalb so ein grimmiges Gesicht? Grimmiges Gesicht? Hat doch einen prachtvollen Kopf. Gucken Sie die Augen mal an, das sind Bernsteinaugen. Wo wollen Sie denn eben hin? Ich wollte eigentlich schon. Ja, für kleine Jungs ist da oben. Komm. Na, entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht zufällig eine Zigarre bei sich? Tut mir leid. Kann man nichts machen. Mein Sohn und meine Schwiegertochter, die lassen sich von dem Arzt bequatschen. Das ist so ein Grünschnabel, wenn sie dir denkt tatsächlich, dass ich Rauchen aufgebe. Aber raucht das selber wie ein Schlot. Leben Sie schon länger her? Ja, seit meiner Pensionierung, 4 Jahre. Wohn bei meinem Sohn. Hab schönste Zimmer im Haus. Mit Gartenblick, wissen Sie, ne? Also, mir geht's wirklich ganz gut. Ja, Jungs, wollt da weg? Raus! Schöne Sache, das Theater, was? Ach ja. Nach der Pensionierung habe ich angefangen, Bienen zu züchten. Dann habe ich angefangen zu fischen und Briefmarken zu sammeln. Aber irgendwann hat man die Briefmarken in Ordnung, nicht? Ja. So. Und jetzt erzählen Sie mir mal endlich, was sie in unser schönes Städtchen führt. Personalchef? Ich. Ist das Ihr Ernst? Personalchef war immer ein rotes Tuch für mich. Mit denen bin ich mein Leben lang Schlitten gefahren. Seiten sind doch nicht einfach so austauschbar. Ja, vielleicht haben Sie recht. Aber es freut mich, dass Sie an mich gedacht haben. Ja. Ach, tun Sie mir einen Gefallen. Kaufen Sie uns eine schöne Zigarre. Selbst kann ich da nicht hingehen, weil meine Schwiegertochter dann wieder sofort Bescheid weiß. Hier. Gegen Tabak, sondern auch gegen Alkohol. No. Was ist los? Ja, die geht nicht auf. Ja, nicht mit Gewalt, lassen Sie mich mal. Wenn die klemmt, geht zwar kräftig dagegen, aber leise. Was ist nutzlos? Ist verriegelt. Die ist verriegelt. Er hat denn hier was zu fällen? Das ist ja unglaublich. Ich soll mich nicht aufregen, wenn ich jetzt tot umfalle, weil ich das Mord. Und wer immer diese Tür verriegelt hat, der hat eine Mordanklage am Hals. Ich will euch den Kaffee hierher. Das ist bestimmt koffeinfrei. Ist ja wenigstens frisch. Eben durchgelaufen. Na, ich frag ja nur. Das fragt er mich schon seit 4 Jahren.
Arme Person. Ist völlig überarbeitet. Sie sorgt sich halt um sie. Wissen Sie, dass die Generationen friedlich beieinander leben können? Von dieser Vorstellung muss man sich verabschieden. Das haut nicht hin. Manchmal denke ich, es wäre besser, man stirbt, bevor man in Pension geht. Was reden Sie denn da? Fangen wir lieber mit der Zeit, die uns noch bleibt, etwas Vernünftiges an. Das würde nicht hinhauen. Gucken Sie mich doch an. Ich bin zu lange raus aus dem Geschäft. Es ist mir eine Ehre, dass Sie mich gefragt haben, wirklich. Aber ich schaff's nicht. Das tut mir leid. Kosten sie entstanden? 500? So billig? Oh, wie machst du das bloß? Tja. Die Ärzte haben an seinem Herzen rumrepariert, aber da ist nicht mehr viel zu reparieren. Bevor ich wegfuhr, habe ich noch mit seiner Schwiegertochter gesprochen. Sie meint, er wäre vom Tode gezeichnet. Das sind wir alle. Du? Du bist vom Leben gezeichnet. Gib mir ein bisschen Zeit. Oh. Geh weg, verschwinde. Gegen Hundehaare bin ich allergisch. Ich schwelle an und werde rot wie eine Erdbeere. Kommt also nicht. Nein. Schade. War eine tolle Idee. Vielleicht besser so. Womöglich hätten wir es nicht vertragen. Ich habe ihm vor Jahren meine Freundin ausgespannt, war seine Sekretärin, reiste zu allen Tagungen mit. Die ist aber auch nicht eilig. Ach bitte. Sie hatten was mit der Sekretärin vom Reuter? Ja, ja, die Tarifhandlung mächtig erschwert. Hätte mir dankbar sein sollen. War eine nervtötende Person. Die rief dann dauernd bei mir zu Hause an. Prompt kam meine Frau dahinter. Tja, ja. Blödsinnig, blödsinnig. Kannst du nicht schlafen? Fühlst du dich nicht gut? Sei doch nicht so gereizt. Ich bin nicht gereizt. Da bin ich aber anderer Meinung. Komm, ich mache uns einen Tee. Nein. Hast du mich ein bisschen lieb? Ja, ich hab dich lieb. Ich liebe dich nämlich, weißt du? Wenn ich erst mal 40 bin, guckt keiner mehr von euch nach mir. Du spinnst. Thank you.
Schwafel doch was dran. Bellheim ist unter Beschuss. Was ist denn mit Bellheim los? Ausgesetzt. 200 Adjacent von mir. Bellheim wurde für eine Viertelstunde ausgesetzt. Mindestens 20% unter gestern. Will Ihr Kunde überhaupt noch verkaufen? Verkaufen. Bellheim 1 in Deutschland, 95 Taxe. 1,80, 1,85. 59. Ich weiß noch nicht, wann er kommt. Keine Ahnung, wann Herr Bellheim genau ist. Kann ich etwas ausrechnen? Ich weiß es nicht. Büro Bellheim, würde ich aber bereit. Büro Bellheim? Nein, es tut mir leid. Ja, gut. Dann ist sie nicht da. Versuchen Sie, Bellheim zu erreichen. Schnell. Wir müssen eine Pressekonferenz einberufen. Uns zu dem Kursverfall äußern. Die Journalisten bombardieren uns mit Anfragen. Jetzt haben wir die Schlamassel. Büro Dr. Meyers, Laure Schinz. Keine Wurst und keine Marmelade. Keine Brötchen und keine Butter. Kaffee schwarz ohne Milch und Zucker. Trockenes Knäckebrot. Wir machen Diät. Schon wieder. Bestimmt für dich. Sag's. Der Bellheim ist nicht da. Was ist los? Es ist Papa noch eine Stunde. Opa! Oh. Ah, hallo. Wie geht's euch? Gut geht's. Gut. Danke. Bestens. Na, wo ist denn das Geburtstagskind? Danke. Happy Birthday. Uli. Uli, nein, hör mal bitte. Lass mich mal auf. Uli. Happy Uli. Alles Gute zum Geburtstag. Ja. Tag, Herr Bindel, mein Vater. Angenehm. Ja, ja. Das ist hier von mir. Das ist von deinem Opa. Nein, umgekehrt. Also, das ist von mir. Wie werden wir jetzt eine kleine Umarmung oder ein Dankeschön? Das ist für Sie, Herr Bernheim. Wieder Geschäft. Hey. Wir sehen ihn so selten und dann hast du gleich zu tun. Wieso denn? Du bist es doch, die nicht Zeit hat. Wenn Paar eine Million verdient hat, dann sagt er nicht, jetzt mache ich mir ein gutes Leben. Dann fragt er gleich, wie kann ich die Million verdoppeln? Ach, darum geht's doch gar nicht. Nein, worum geht's denn? Geld schafft Arbeitsplätze. Ach was, macht einfach Spaß. Wenn Leute zu dir kommen und dich fragen, was sie zu tun, was sie zu lassen haben. Du bist nur so lange was, wie du was zu sagen hast. Ich hab dich lieb, Paar. Hallo? Sollen wir alle sechs trinken, nicht? Ja! Also dann, pushen wir uns mal so in die Mitte. Los geht's, X und hopp, hopp! Wie viele Punkte haben wir verloren? Seit heute früh. Probleme, mein Junge? Nichts, was ich nicht in den Griff bekommen ließe, Papa. Wenn der Schnarchsack sich verleugnen lässt, dann schieß ihn doch in Wind. Liebe auf den ersten Blick. Vielleicht hätte ich doch lieber zweimal hingucken sollen. Wenn sich die geplante Fusion mit Dokim Industries jetzt zerschlagen hat. Wer sagt das? In der Zeitung steht, dass sie sich zerschlagen hat. Glauben Sie alles, was in der Zeitung steht? Herr Meyers, heißt das also, es gibt eine Fusion? Die Koreaner sind gute Geschäftsfreunde, langjährige Lieferanten. Eine Fusion mit ihnen war niemals geplant. Und wie erklären Sie es sich dann, dass Ihr Kurs derart fällt? Muss man nicht davon ausgehen, dass Ihre Strategien offenbar nichts taugen? Dass man muss davon ausgehen, dass es Interessenten gibt, die unsere Sanierungs- und Umgestaltungspläne durchkreuzen wollen. Weil Sie es auf unsere Kaufhäuser abgesehen haben. Bitte mal nachschauen, Herr Bellheim. Danke. Gibt es dafür konkrete Hinweise? Wir planen... Wir werden demnächst eine Zwischenbilanz veröffentlichen. Daraus geht hervor, dass wir nicht auf dem absteigenden Ast sind, sondern im Gegenteil, nach dem letzten Halbjahresergebnis der Drax-Pfeil eindeutig nach oben weist. Werden Sie Filialen schließen? Verlustbringende Mit neuen Filialen? Konzepten werden wir verlustbringende Filialen in die Gewinnzone zurückführen. Aber Umgestaltung bedeutet doch mehr Aufwand an Kapital. Gott gibt uns die Nüsse. Aber er knackt sie nicht für uns. Ja.
Unser Kurs saust in den Keller und er kündigt Umgestaltung an. Ihre eiserne Beherrschung eben habe ich bewundert. Warum bleibt er nicht in Spanien und genießt sein Leben? Geld genug hat er doch. Wenn er so weitermacht, bald nicht mehr. Meine Tochter ist das Süße, oder? Hey, nicht komm wieder. Die habe ich mitgenommen, weil ich dachte, die hat sich verfärbt. Die liegt da schon so lange im Regal. Ich wollte sie zu Hause auswaschen. Die Arbeit wäre mir nicht bezahlt worden. Trotzdem mache ich sie, weil ich nicht will, dass wir eine Bluse verkaufen, die sich verfärbt hat. Wollt die sich verfärbt? Kann ich dafür, dass die Beleuchtung bei uns oben nicht ausreichend ist? Ich war sicher, die hat sich verfärbt. Seit Jahren predige ich, wir brauchen da oben besseres Licht. Du, hau ab! Du, ich wollte woher hast du gewusst, dass die heute kontrollieren? Spitze! Ich hab dich doch gewarnt! Arschloch! Da hinten hat er doch keinen. Da willst du mitkommen? Steig ein. Verspitzelung am Arbeitsplatz. Das ist eine Kiste für den Betriebsrat. Herr Streitel! Herr Streitel! Was haben Sie denn? Hinter? Wiedersehen. Ja, ich kümmere mich doch. Ich soll was zu essen? Mir ist ganz flau. Denken Sie mal weh? Heute nicht, dann brauchen wir alle dringend Nervennahrung. Der Kühlschrank ist leer. Wie Sie es wollen. Damit Sie nicht in Versuchung geraten. Ja, ja, ja. Hier haben Sie eine Mark. Und dafür tragen Sie mir aber auch die Koffer ins Haus. Danke jedenfalls, dass Sie mir sofort Bescheid gesagt haben, Herr Streibel. Personalleitung hat Mitarbeiter bespitzen lassen, ohne den Betriebsrat zu informieren. Na, dann hat der ja gleich eine Aufgabe. Na, wird's wohl weg? Keine Angst. Aber ich reagiere auf eine Alarmanlage. Ich schwelle an und werde rot wie eine Erdbeere. Max Holter, kommen Sie rein. Keine Ahnung, warum ich Ihretwegen mein schönes Landleben aufgebe. Kann man das? Also eine gute Frage. Kennen Sie schon Dr. Fink? Schon gut, ja. Nein, die hat schon. Halten Sie bitte das Tier fest. Ich dachte, das wäre das Praktischste, wenn Sie hier wohnen. Was sucht denn der hier? Also das haben Sie mir nicht gesagt, dass der auch dabei ist. Das ist ja nicht der Olle Reuter, hat sich ja kaum verändert, außer dass er rund ein Vierteljahrhundert älter aussieht. Guten Abend. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass für mich irgendwas von Interesse wäre, das mit dem zu tun hat. Max, ich bitte Sie, wie lange haben Sie sich nicht gesehen? 5 Jahre, 6 Jahre? 7. Gesprochen haben wir uns nicht mehr seit 9 Jahren. Und so soll's auch bleiben. Rufen Sie mir bitte den Dax. Wir haben ein ernstes Problem, der ist verkalkt. Also äußerlich mag ich ja vielleicht älter geworden sein, aber hier drinnen ist alles noch wie früher. Tut mir leid, weder er oder ich. Tut mir wirklich leid. Als Personalchef der einsame Klasse, der ist klug und gerissen, aber... Hannibal, wir gehen. Als Geschäftsmann ist er gut. Das muss man zugeben, klug und gerissen. Als Geschäftsmann kommt keiner an ihn ran. Als Mensch will keiner an ihn ran. Hallo, was ist? Die Tür klemmt. Hat noch nie geklemmt. Aber jetzt klemmt sie. Das ist eine Falle.
Namen und Adressen sämtlicher größerer Bellheim-Aktionäre. Bei allen liegt seit gestern Ihr Angebot auf dem Tisch. Ohne dass wir die Deckung sinken lassen? Ich bin genau nach Ihren Anweisungen verfahren. Danke Ihnen. Ja. Rex, endlich, hör zu. Bei Tepafix soll sich was tun. Stell fest, ob die Zahlen getürkt sind. Wenn nicht, steigen wir ein. So long. Will einer von denen verkaufen? Der und... Und der. Die anderen möchten sich's noch überlegen. Der massive Kursverlust ist offenbar allen in die Glieder gefahren. Habe ich doch vorausgesagt. Bon. Hängen Sie sich dahinter, Lady. Bleiben Sie im Ball. Was ist denn? Seid ihr endlich sowas? Was sind da bloß? Was suchen Sie denn? Meine Socken, meine dicken Wollsocken. Gestern habe ich sie noch extra rausgelegt. Sind es die? Ja, na endlich. Dann rennt uns bestimmt saukalt. Wir müssen aber hinten unbedingt Flagge zeigen. Weg, weg, warum ist der nicht angeleint? Aber was denn hier im Haus? Überall sabbert er rum. Da wundert man sich dann, dass es so viele Krankheiten gibt. Weg. Ja, der hat vielleicht Sorgen. Ne? Okay, Hannibal, komm her. Ja, ja. Ja, soll ich so lange rausgehen? Solange sie ihr Rouge auflegt. Der Hund ist ein ernstes Problem. Gegen Hundehaare bin ich allergisch. Also lange ertrage ich den nicht. Ah, mich juckt schon überall. Du, was ist denn bei mir sich los? Dankeschön. Zu bieten hat, Herr Hoppmann? Reiterklamotten. Zu hoch gestochen für uns. Der Kaviar essen will, muss Heringe verkaufen. Nicht umgekehrt. Ja. Bleibt's bei unserer Verabredung nächste Woche. Wir Tegel. Nichts Geschäftliches. Noch eine Bank, die mir das Geld hinterher trägt, brauche ich nicht. Willament, hast du gesehen? Tag und Nacht im Dienst der Bank. Kennst du den Bulligen daneben? Rottmann. Karl der Große. Bellheim hat Probleme, hört man. Hört man? Kommen Sie. Sie sind seine Hausbank. Außerdem pfeifen Sie Spatzen schon von den Dächern. Tut mir leid, aber darüber... Sie wissen doch, dass ich mich dazu nicht äußern darf, Herr. Der Kurs fällt ins Bodenlose, aber Sie halten ihn treu zu ihm. Bankbeziehungen sind nun mal in der Regel sehr lange Beziehungen. Bis in den Tod. Ihr Brüder verliert doch ungern Geld. Also setzt doch nicht auf Verlierer. Ich persönlich sehe in Bellheim schon seit längerem einen Risikopatienten. Ach ja, tun Sie?
Mit was für Konsequenzen? Ich bin nicht so oft in Hannover, jetzt müssen Sie mir helfen. Der wievielte in Ihrem Laden sind Sie? Der zweite. Leider nur der zweite. Und der letzte, wenn es um Entscheidungen geht. Hä? Nein, Frau und Mutter sitzen da vorne. Da. Herr Meyers, Herr Reuter. Sehr erfreut. Reuter? Von der Gewerkschaft, Herr Reuter? Thornton Reuter. Hast du was mit ihm vor? Er sollte sich vielleicht bei uns ein bisschen umgucken. Ne? In meinem Hals kribbelt es schon. Sein Katzen. Ich hab's ja gewusst. Hier. Rachenputzer. Da. Hilft immer. War wieder irgendetwas? Wie finden Sie es hier? Schön. Verstehen was vom Pferdesport? Nicht die Bohne. Also erste Lektion, wo die drauf sitzen, das sind die Pferde. Also nur übernehmen Sie sich mal nicht. Bis bald. Wurde aber auch Zeit, dass Sie hier mal wieder nach dem Rechten sehen. Konsultat, Anna. Ich hatte da einen merkwürdigen Anruf. Und zwar am Freitagnachmittag. Der Kurs der Belheim-Aktien war gerade ganz unten. Absoluter Tiefstand. Eine Dame wollte von mir wissen, ob ich vielleicht bereit wäre, meine Belheim-Anteile zu verkaufen. Mit einem kräftigen Paketzuschlag, wie sie mir versicherte. Und? Haben Sie verkauft? Nein, noch nicht. 199,50 ist zwar miserabel, aber... Aus der Talsohle kommen wir wieder raus, glauben Sie mir. Wollen wir doch hoffen. Ach, die alte Geschichte. Jemand wirft auf einen Schlag zigtausend Aktien auf den Markt. Der Kurs sinkt, die kleinen Aktionäre werden nervös und ziehen nach. Und der Kurs sinkt noch mehr. Wer hat Ihnen denn das Angebot gemacht? Zuerst wollte die Dame unbedingt anonym bleiben. Sie handle im Auftrag einer Gruppe von Großanlegern. Ich habe ihr erklärt, ich mache keine Geschäfte mit Anonymen. Da nannte sie plötzlich einen Namen. Alpak KG. Alpak. Nie gehört. Ah, bitte entschuldigen Sie mich. Tschüss. Was überlegen Sie? Irgendwer hat es auf uns abgesehen. Da
großer Meister. Hab schon gehört, dass Sie wieder mitmischen. Die Kaufhäuser lassen Sie nicht los, hä? Das ist wie beim Wolf, Karl-Heinz. Wenn der Wald ruft. Ach nee, die sprechen doch seit Jahren nicht miteinander. Warum? Herr Rottmann war mal bei Berleim angestellt in grauer Vorzeit. Und irgendwas muss er dabei gefingert haben mit zu hohen Abschreibungen, glaube ich. Den großen Preis. Jedenfalls ist ihm Berleim auf die Schliche gekommen. Übergibt jetzt der Vorstandsvorsitzende. Und der alte Meyers hat Rottmann gefeuert. Fristlos. Dr. Richard Meyers an den Besitzer des Siegerpferdes. Den Preis für die Nummer 5. Earl von Hubenfeld. Besitzer Karl-Heinz Rottmann. Und dann können wir Sie kassieren das Preisgeld, das wir ausgesetzt haben. Wo ist er denn? Hier, hier, hier. Gratuliere. Zeit, fleißig gerissen, ungeheuer ehrgeizig und völlig skrupellos. Aufstehen. Punkt 7:30 wollen wir im Büro sein. Vor einer Woche konnten Sie noch so lange schlafen, wie Sie wollten. Das war Ihnen auch nicht recht. Kommen Sie auch rein. Sie wasserscheu? Nein. Wirklich sehr frisch. Wie tief ist denn das hier? Ach, wie tief? Wow. Rein mit ihm! Hilfe! Leute, rein mit ihm! Kann doch nicht schwimmen! Wieder den lieben langen Tag, dieses Gelabere, wie man vor 30 Jahren Kaufhäuser geführt hat oder vor 40. Dieser ganze Käse, der keinen mehr interessiert. Als ob man nicht schon genug um die Ohren hätte. Manchmal weiß man vor Langeweile nicht, wie man sich hinsetzen soll. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Abend, Trockenreuter, was macht der denn hier? Der alte Büffel ist im Haus. Trockenreuter? Gibt's ja nicht. Lampenfieber? Nur die Ruhe. Die beste Medizin ist, wieder eine Aufgabe zu haben. Also ich weiß nicht, ich frage mich mal mehr. Im Oktober bin ich 70. Diese Zahl hat so gar nichts Erfreuliches. An Jahren werden Sie vielleicht 70, aber was sagt er schon? Wie viele vergreiste 50-Jährige gibt's, die im Lehnstuhl sitzen und den Hintern nicht mehr hochlegen? Die Kriegsteilnehmer wie wir? Ohne gute Kondition hätten wir es doch gar nicht geschafft. Bisschen Glück hatten wir auch. Ja, braucht man immer. Hast du einen Brief dabei? Mhm. Dann zeig mal. Ich kann es kaum erwarten, ihn kennenzulernen. Wie findest du die, hm? Ich möchte schon nach was aussehen, aber auch nicht aufgetakelt wirken, hm? Ah, der arbeitet auch im Kaufhaus. Und er war noch nie verheiratet. Er ist fleißig, sparsam, ehrgeizig, zärtlich. Kundschaft.
Kann ich Ihnen helfen? Nee, danke. Wo stellst du dich denn heute vor? Franke, die suchen Einkäufer. Aha. Wahrscheinlich kriege ich den Job nie. Einkäufer? Ja. Warum denn nicht? Sicher. Ich habe nur nicht gewusst, dass du Erfahrung im Einkauf hast. Die kriegst du. Immerhin verstehe ich was vom Verkauf. Nee. Da bist du einsame Spitze. Da würde den Eskimos Eis verkaufen. Was meinst du, ist an Einkäufern schon Besonderes? Nix. Die kaufen halt ein. Du glaubst, ich schaffe es nicht? Nein, das wollte ich nicht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Junge, ihr könnt einem ganz schön die Stimmung vermiesen. Sei doch nicht so empfindlich. Hm? Man darf sich nur nicht alles von seiner Unsicherheit kaputt machen lassen. Tepper fixt. Kannst du es gleich heute erledigen? Bitte, Tante. Aber wie soll ich denn jetzt... Zur Bank ist es mindestens eine halbe Stunde hin und zurück. Muss das denn immer über mein Konto laufen? Das habe ich dir doch schon erklärt. Schau, Wertpapierkäufe für mich selbst muss ich meiner Bank melden. Aber die muss ja nicht immer alles wissen. Verstehst du? Moment bitte. Danke. Personaldirektor, bitte. Lassen Sie sich nicht stören. Das ist ja eine Überraschung. Da sieht man mal, wie lange ich nicht hier war. Sind die alle noch viel hübscher geworden. Dann fliegt der Spitzel aber auch raus. Der ist doch für seine Kollegen nicht zumutbar. Herr Rutzki, Personalleiter, Herr Reuter. Ich habe mich schon darauf gefreut, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin der Betriebsratsvorsitzende. Mensch, Streibel, wir kennen uns doch. Hier herein, bitte. Was? Was ist das? Herr Reuter braucht einen Platz, wo er arbeiten kann. Also, das lässt wieder mal gucken. Wieso? Entschuldigung. Gehört Herr Reuter jetzt zur Personalleitung? Was ist denn? Ich will hier nur durch. Welche Kompetenzen. Darf ich nochmal? Welche Funktion soll Herr Bellarm haben, Herr Reuter? Wie wäre es mit Berater im Personalfahren? Entschuldigung. Ja, wir stören jetzt Monsignor, ne? Wir befassen uns gerade mit einer fristlosen Kündigung wegen Diebstahl. Wir befassen uns mit der Bespitzelung von Kollegen am Arbeitsplatz. Veranlasst von der Geschäftsleitung, ohne dass der Betriebsrat informiert wurde. Gemäß § 87 Betriebsverfassungsgesetz. Das kennen Sie ja, meine Herren. Ja? Das geht natürlich nicht. Na ja, auf der anderen Seite, also dass geklaut wird, geht natürlich auch nicht. Aber bitte, ich will mich da nicht einmischen. Entschuldigung. Na Kinder, komm. Also darüber werden wir uns doch wohl noch einigen können. Berater in Personalfragen. Kennt unser Geschäftsreglement überhaupt eine solche Position? Dann schaffen wir sie eben jetzt. Oder sehen Sie da ein Problem? Nein. Danke für Ihr Verständnis. Hol doch einer den Kunden da raus. Mach mir das Leben nicht noch schwerer. Love you. Du schaffst es. Hals und Beinbruch. Das war wirklich großartig. Gratulation, Gift setzt sich durch. So. Wir setzen Sie jetzt. Ihre Sekretärin. Hallo. Freut mich sehr, Frau Lange. Doch schon ein bisschen komfortabler, was? Gefällt's Ihnen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mitarbeiter wie Sie brauchen wir hier. Danke. Jetzt können Sie sich ganz auf das Großkundengeschäft konzentrieren. Bellheim wartet. Oh je. Der alte Querkopf. Ja. Lassen wir ihn ruhig ein bisschen weich schmoren, was?
Entschuldigen Sie, Dr. Obern musste leider ganz überraschend nach Brüssel und Dr. Müllerment bedauert. Im Augenblick ist er noch in einer Sitzung. Darum hat er mich gebeten, ihn vorerst zu vertreten. Sie möchten uns Ihr neues Sanierungskonzept darlegen? Nein. Nein. Aber es geht doch wohl um die Erweiterung Ihres Kreditvolumens für die geplante Umgestaltung. Ich bin sicher, Dr. Obern wird Sie zu gegebener Zeit informieren. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wir verhandeln nicht mit Schmidtchen. Wir verhandeln nur mit Schmidt. Herr Dr. Meyers hat noch eine Besprechung. Ich muss ihn dringend sprechen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann. Vielen Dank, Dr. Meyers. Entschuldigung. Ja? Ich muss Sie dringend sprechen. Ja, bitte, was gibt's denn? Dieser Herr Reuter. Sie sind ja ganz durcheinander. Nicht einmischen komm, will er sich. Mal. Und dann quatscht er mir prompt in alles rein. Macht sich in meinem Büro breit, benutzt mein Telefon. So krank und nicht weiterarbeiten. Danke. Höchststand des Tages. Nun geht's weiter mit einem konsumnahen Bereich mit den Warenhauswerten. Das Hotel von Dr. Urban in Brüssel. Herr Bellheim muss Dr. Urban dringend sprechen. Ja, danke, Flandel. Mit anderen Worten, es geht noch weiter nach oben. Das war schon eben richtig vermutet, denn der DAX... Wie sieht's aus? Unser Kurs erholt sich, 214. Muss einer mächtig kaufen. Diesen Anstieg des DAX bewirkt. Du wolltest was über die Alpak wissen. Tochter der Schweizer Zöllikon. Hast du eine Vermutung, wer dahinter steckt? Vermutungen nutzen uns nichts. Dr. Urban ist im Moment nicht im Hotel. Versuchen Sie es weiter. Und verbinden Sie sich mit dem, Sie wissen, der Wirtschaftsdetektiv. Tortenreuter. Heißt der so oder ist das ein Spitzname? Kennt er die Geschichte nicht? Bei Tarifverhandlungen hat er immer eine Torte aufgemalt. Das ist der Umsatz, hat er gesagt. Davon geht so viel für Einkauf, so viel für Rückstellungen, so viel für Management, Aktionäre. Und wie viel vom Kuchen bleibt nur für die Belegschaft über? Hat das geklappt? So möchte ich sein, so rassig. Ich bin doch nur ein Knubbel. Oh komm, du bist so viel hübscher. Wirklich? Ich bin auf dir. Hat das geklappt? Also, die fanden meine Bewerbung sehr interessant. Sie wüssten jetzt von mir und würden sich bei gegebener Gelegenheit melden, was immer das heißen mag. Aber ich bin jetzt einer ganz anderen Sache auf der Spur. Was wirklich Lukratives. Lebensversicherungen. Ja, erstmal muss ich natürlich was einzahlen. Für einen Ausbildungskurs und die Informationsbroschüren. Aber dann bohren auch Sie nach Feierabend eine Geldquelle an. 5.000 könnte man im Monat nebenher verdienen, meinen die. Ich hab gar nicht gewusst, was für ein Spießer du bist. Jetzt hör auf rumzumeckern.
Mein Magen hängt in den Kniekehlen, also sieh zu, dass du fertig wirst. Ich kann das nicht mehr sehen, das ist trist. Es ist trist wie bei einem Bestattungsunternehmer. Mir ist schleierhaft, wer überhaupt was kaufen soll. Was würden Sie denn ändern? Oh, Herr Billheim, guten Abend. Hallo. Also beim Theater will ich vielleicht in der kleinen Klitsche, wo du warst. Das Rot, da beißt sich. Nein. Warum denn immer die Augen schon? Ist doch ganz flippig. Ja, aber das ist nicht der Geschmack unserer Kundschaft. Ich dachte, mit diesen Sachen wollen Sie junge Leute ansprechen. Aber so finde ich's zu knallig. Naja, wenn es Ihnen nicht gefällt, dann gefällt es Ihnen eben nicht. Dann haben Sie eben keine Antenne für sowas. Sie meinen, in meinem Alter hat man kein Gespür mehr für das, was junge Leute mögen. Ich meine, Sie sollten offen sein für was Neues. Na schön. Was machst du denn da? Warten Sie, ich habe irgendwo Fleckentferner. Es tut mir leid. Hoffentlich war das nicht Ihre Lieblingskrawatte. Wozu habe ich ein Kaufhaus? Du auch noch eine Kur? Ich mache mich auf die Socken, hä? Mein Freund sorgt sich bestimmt schon. Ja, klar. Tschüss. Gute Nacht, Herr Bellheim. So. Vorsicht. Sehr heiß. Hier ist noch Senf. Sehr gut. Ich hatte richtig Hunger. Ein bisschen salzig. Die Würstchen schmecken Ihnen auch nicht? Gibt es überhaupt irgendwas, was Ihnen an unserem Kaufhaus gefällt? Ei, sind Sie sauer? Tut mir leid, wenn ich Sie vorhin verärgert habe. Bin nicht verärgert. Na, hier wird einem nämlich dauernd gesagt, bloß keine eigene Meinung äußern. Schön abtauchen, wenn die großen Bosse kommen. Ein falscher Ton, schon hat man den Stempel auf der Stirn. Schwierig. Aber Schwierige bringen auch mehr. Sind Sie schwierig? Hm? Oh, Herr Bellheim, entschuldigen Sie. Na? Entschuldigung. Ja, was entschuldigen Sie sich? Wollen Sie auch ein Würstchen? Ich wusste ja nicht. Was wussten Sie nicht? Ich dachte, da sitzen welche im Dunkeln. Das tun wir ja auch. Ja. Ja. Ja, dann entschuldigen Sie. Ich würde vorschlagen. Entschuldigung. Oh nein, Entschuldigung. Ich würde gerne. Nein, Sie wollten das sagen. Nein. Ich würde sagen. Nein. Kann ich das Malheur mit der Krawatte irgendwie wieder gut machen? Was würden Sie vorschlagen? Ich lade Sie zum Essen ein. Einverstanden. Ehrlich? Ja. Wann? Haben Sie morgen Abend schon was vor? Nein. Doch. Moment. Ja, also morgen Abend, da bin ich leider. Aber übermorgen. Übermorgen ist gut. Ja, das geht leider auch nicht. Entschuldigen Sie. Ja, aber Donnerstag. Donnerstag ist prima. Nein, Donnerstag bin ich verreist. Ja, aber Dienstag nächste Woche. Okay. Okay. Hier haben Sie die Adresse und die Telefonnummer von Milano. Ein sehr guter Italiener. Mhm. Bitte schön. Ja. Also Dienstag in einer Woche. Ne? 8 Uhr? Mhm.
bin überhaupt nicht hungrig. Max hat sich selbst übertroffen. Ach, Kinder, du werdet doch nicht beleidigen, das ist ja alles kalt. Hast du endlich Urban erreicht? Zuerst war er noch nicht im Hotel, da war er schon wieder zu einem Empfang unterwegs. Vorzüglich. Das Aroma ist natürlich futsch. So, es ist ein Traum. Altes Rezept von meiner Frau. Im Kochen liegt seine Ware begraben. Ja, ich weiß. Zisch doch ab. Ich meine, ich koche gerne für Freunde. Aber wenn sie dann nicht pünktlich sind und alles kalt wird. Ja, du hast ja so recht, Liebling. Wir sind untröstlich, Liebling. Also, früher waren sie wenigstens mal geistreich und witzig. Heute sind sie nur noch bissig. Wenn die Kondition nachlässt, muss man zu härteren Bandagen greifen. Noch nicht fertig mit den Schularbeiten? Hm? Kommst du eigentlich spät? Ich hatte noch zu arbeiten. Willst du was essen? Oh. Nein, danke. Wie wär's mit einem Kaffee oder Tee? Nein, nichts. Warte mal. Mit wem ich bis eben über unsere Schaufensterdekoration diskutiert habe. Keine Ahnung. Bellheim. Ja? Mhm. Er ist ganz sympathisch, weißt du? Und neuen Ideen gegenüber. Sehr aufgeschlossen. Bellheim? Mhm. Mit der Meinung stehst du aber allein. Doch, doch, sehr intelligent, glaube ich. Nur weil er viel Geld gemacht hat? Vermutlich kann es so schwer, wenn man nichts anderes im Sinn hat. Hast du es nochmal versucht? Eben gerade. Und? Nichts. Der kneift, der lässt sich verleugnen. Das glaube ich nicht. Das ist doch ein langjähriger Freund. Das gibt's doch nicht, dass er nie im Hotel ist. Ja. Zurückrufen geht auch nicht. Ja, wie geht's denn eigentlich? Urban, wir müssen ja nicht wissen, ob die Bank mitzieht. Noch so ein unbegreiflicher Fehler von meinen Vorgängern, nur mit einer Bank zusammenzuarbeiten. Ja. Schwitzen Sie doch nicht so. Na, ein Wort und ich lasse da die Luft raus. Was du einbezahlst, ist eine Winzigkeit verglichen mit dem, was du rausbekommst, wenn du mal ablebst. Mann, hör doch auf. Du redest das Unglück ja noch herbei. Das Unternehmen hat einen Personalleiter. Er taugt nichts. Wenn ich sehe, dass jemand unfähig... Du siehst! Du entscheidest! Darf ich dich daran erinnern, dass du vor 3 Jahren zurückgetreten bist? Nicht doch einen Kaffee, Gertrud? Nein, danke. Dein Mann und ich, wir haben dieses Unternehmen aufgebaut. Du willst den Vorstand ausboten, weil du die Firma noch immer als deine ganz private Spielwiese betrachtest. Und das lasse ich nicht zu, Peter! Es ist meine Pflicht und unter uns, es ist mir auch eine Freude, dafür zu sorgen, dass dieses Unternehmen floriert. Ich möchte in unsere Kaufhäuser wieder mehr Pfiff hineinbringen. Ich will doch schon nur, dass dieses... Schon der zweite Satz, der mit ich anfängt. Stör ich? Aber nein, wir haben für unseren Großaktionären doch keine Geheimnisse. Gertrud, darf ich dir Max Reuter vorstellen? Frau Meyers. Guten Tag. Also mit dem Betriebsrat sind wir einen großen Schritt weiter. Unter Umständen ist er bereit, das 13. Monatsgehalt den Umsatzergebnissen anzugleichen. Vorausgesetzt... Hast du gehört, Gertrud? Weißt du, wie viel Geld uns das spart? Nicht so viel, wie du ausgeben willst. Urban am Telefon. Oh, Entschuldigung. Guten Tag. Du kennst den Dr. Fink, Gertrud? Entschuldige. Komm zur Vernunft, Peter. Wenn du so weitermachst, setzt du deine Altersversorgung aufs Spiel. Und meine auch.
Also bei mir ist es fast sicher, dass ich reicher sterben werde, als ich geboren wurde. Mit dem Überlager? Kein Wunder, dass Sie in den roten Zahlen stecken. Als nichts ging, habe ich noch mal neue Ware geordert. Es war ja auch kein richtiges Frühjahr. Dauernd warmes Wetter. Da sind uns die Wollkleider eben hängen geblieben. Ja, ja, das Wetter. Und die blöden Kunden, die nicht kaufen, was man ihnen anbietet. Setzen Sie die Preise runter. Solange runtersetzen wir noch ein Wollkleid da hängt. Noch eine Verschwendung. Diese Verschwendung? Ich soll fast blechen, dass sich jemand nach meinem Tod ein schönes Leben macht. Bin er nicht bekloppt? Heute spielt die Musik. Ah, da sind sie ja. Zieh deine Jacke. Einen schönen guten Morgen. Kommen Sie, steigen Sie hierher, Herr Wilhelm. Hannibal und ich, wir fahren da drüben mit. Komm. Ja, ja, weil das dürfen wir doch, oder? Guten Morgen allerseits. Morgen, Herr Wilhelm. Wo ist denn mein Sohn? Ja, haben Sie denn die Nachricht nicht erhalten? Der musste ganz plötzlich in die Schweiz. Peter ist nicht dabei? Ja, er wird bestimmt anrufen. Ja, aber dann soll ich dann überhaupt mitfahren? Aber ja, doch, hast dich doch so gefreut. Kommen Sie, Herr Wilhelm, steigen Sie ein. Was macht er denn in der Schweiz? Bleibt aber unter uns, dass wir uns hier treffen. Natürlich. Sollen die in der Bank ruhig weiter glauben, dass ich in Brüssel bin? Wir leben nun mal in einer Gesellschaft, die Kranksein nicht duldet. Was fehlt Ihnen denn? Och, nichts Besonderes. Nur das Alter halt. Die einzige Krankheit, gegen die man gar keine Vorsorge treffen möchte. Wie geht's Ihrer Frau? Ich erinnere mich noch, wie sie die Giselle getanzt hat. Sie war bezaubernd. Sie sollten sie nicht so sehr vernachlässigen. Sie hat einen Kaufhausmenschen geheiratet. Die sind schlimmer als die Matrosen. Wie laufen denn die Geschäfte? Die Umsätze verbessern sich. Nicht rasch genug. Das Sommerloch wird sie wieder zurückwerfen. Wir schaffen es schon. Nun verstehen Sie doch auch mal uns. Wenn eine Bank ein Kreditengagement in dieser Größenordnung hat, wie wir bei Wilhelm, und ich sehe, das Unternehmen macht Verluste, der Aktienkurs sackt immer tiefer. Dieser Kurssturz letzte Woche. Jemand wirft große Aktienpakete auf den Markt und kauft sie dann zurück. Vermuten Sie das oder wissen Sie das? Kennen Sie die Alpak? Nein. Zollikon, eine Schweizer Firma? Nie gehört. Die stecken dahinter? Es könnte sein. Ich möchte das gerne feststellen. Kriegen Sie es raus. Das würde die Kollegen im Kreditausschuss beeindrucken. Dr. Müller-Ment ist Ihnen ja wohl bekannt. Flüchtig. Erstklassiger Mann, möchte gern meinen Nachfolger werden. Müller-Ment rät dringend ab, unser Kreditvolumen bei Wilhelm auszuweiten. Und Sie? Ich? Ich denke, Unternehmen werden von Menschen gemacht. Und Ihre Freunde und Sie? Wir vier sind nicht ganz ungeeignet für diesen Job. Sie waren immer für eine Überraschung gut. Ja, Schwester, gleich. Wir brauchen positive Nachrichten, damit die Aktionäre nicht die Nerven verlieren. Senken Sie die Kosten, bauen Sie Verlustbringer ab. Liefern Sie mir Argumente. Die Gewerkschaft spielt ja wohl mit. Was für eine Idee. Holt den ollen Reuter in die Personalleitung. Tortenreuter. Soll ich Musik machen? Sie mögen doch Musik. Stand in der Annonce. Kein Deutscher, hm? No. Woher kommen Sie denn? Polen. In welchem Kaufhaus arbeiten Sie denn? Ich arbeite nämlich auch in einem Kaufhaus, Wilhelm. Sie arbeiten beim Wilhelm? Ich auch. Nein, wo denn da? In der Bäckerei. Ich in einer Damenoberbekleidung. Und wir sind uns nie begegnet? Vielleicht doch. Wir haben es bloß nicht gemerkt.
Hier ist das ja auch was ganz anderes. Nicht wahr? So direkt. Ja. Alles voller Brennnessel. Was am Picknick schön sein soll, möchte ich mal wissen. Überall krabbeln die Viecher einem hin. Zu Hause könnte man sich an den Kissen, den Rückenstopfen und schön fernsehen. Hier ist es feucht und man holt sich nur Lungenentzündung. Ja, ich glaube, ich habe was dran. Die Leine ganz locker halten. Jawohl. Wenn mehr Personal eingestellt wird und die anderen ein bisschen Erleichterung spüren, dann werden die auch motivierter. Und wir werden bessere Umsätze erzielen. Nur wird das Argument nicht stechen. Löhne sind Kosten. Ach, verdammt. Nicht zu weit ausholen. Ganz locker aus dem Handgelenk. Durchsetzen werden wir uns nur, wenn wir die Banken überzeugen, dass künftig berechtigte Hoffnungen auf ein ausreichendes Erlösniveau bestehen. Wenn Sie lieber, kann ich auch sagen, auf ausreichende Profite. Ja, dass eine gewisse Rentabilität des Unternehmens sein muss, das lernt ein Gewerkschafter mit der Muttermilch, Herr Sachs. Also das müssen Sie uns nur wirklich nicht beibringen. Hannibal! Sehen Sie sich das an? Pisst überall hin. Hier wollen wir nachher essen und sonnen. Was Unhygienisches. Ich krieg schon wieder meine Allergie. Ja. Der kann Sie aber leiden. Der kann mich leiden? Der liebt Sie. Ach was? Nein, er liebt Sie, das sieht doch jedes Kind. Na, gucken Sie nur, wie er Sie beschnuppert. Er liebt Sie. Ja, möglich. Trotzdem werde ich ihn nicht verzärteln. Ich habe nie Hunde gehabt und sie haben mir nie gefehlt. Hast du Hunger? Hier, komm. Hier. Die Kunden laufen denn weg, weil kein Verkäufer da ist. Also dabei bleibt es das 13. Monatsgehalt an den Umsatzergebnissen zu orientieren. Wenn die Kollegen mitspielen. So war es vereinbart. Mit dem Kopf durch die Wand kann ich nicht. Im Gegensatz zu Ihnen muss ich wiedergewählt werden. Auch kein leichtes Leben. Dem Unternehmen geht es schlecht. Da ist normalerweise die Belegschaft immer bereit, ihr Teil an Opfern beizusteuern. Schaut doch bitte mal her. Schön lächeln. Oh Gott. Es gibt ja noch was. Leider noch ein Joghurt. Zitrone, Himbeer, Erdbeer, Nuss. Für mich ganz normal, ohne Geschmack. Ich hab nur Zitrone, Himbeer, Erdbeer, Nuss. Du bist doch fein, du bist der Beste. Ja, du bist der Beste. Du bist ja mein Bester. Ja, mein Bester. Ja, mein Bester. Beobachten Sie die Sterne? Nein, die Nachbarn. Sie wissen hoffentlich, dass das verboten ist. Lohnt sich's wenigstens? Wo da drüben was Schnuckeliges? Lassen Sie mich mal gucken. Bezaubernd, wie? Manchmal halten sie sich sogar an den Händen. Jetzt gehen wir Gassi. Oh. Hier lang, Gassi. Da ist Gassi. Vielleicht treffen wir ein Häschen. Gassi, Gassi. Komm. Wo willst du denn so eilig hin? Soll ich dir mal was verraten? Ich habe den Wagen gekauft. Den wir uns neulich angesehen haben? Ja. Du hast den wirklich gekauft? Ich weiß, es ist total verrückt. Bist du in die Bank eingebrochen? Oder hast du im Lotto gewonnen? So teuer war der nicht. Sieht der nicht toll aus? Doch, wirklich toll. Machen wir eine Probefahrt? Heute nicht. Ich muss noch einen Kunden besuchen. Wochenende. Die haben verkauft. 2,25, 2,27. Die anderen? Danke, danke. Ist die Bank Vollmacht.
Nehmen Sie Geld von dem Konto und deponieren Sie auf das Konto der Alpak. Wickeln Sie nur über die Alpak ab. Und sehen Sie zu, dass wir noch ein paar größere Bellheim-Aktionäre an den Angel bekommen. Ich tue mein Bestes. Ja, gut. Wiedersehen. Zum Abschied noch ein Tipp gefällig? Ja, aber immer. Raus aus Tepafix. Sie haben sich doch neulich rangehängt, als Sie mitgekriegt haben, dass ich Tepafix kaufe. Stimmt's? Ich sehe gleich mit Tepafix eingedeckt. Ich bin auf die Bombing-Analysen von der Bank reingefallen. Sorry, Lady. Alles geschönte Zahlen. Vermutlich wollten die Brüder ihren eigenen Bestand an Tepafix loswerden. Tepafix ist nämlich marode. Da kracht's demnächst. Den Verlust wälzt die Bank lieber auf gutgläubige Kunden ab. Da draußen ist ein Haifischbecken, Lady. Nur die Stärksten überleben. Sie wollen mich entlassen? Oh nein, nein. Aber sehen Sie, Mathilde, ich stecke da in der Klemme. Aber ich will ganz offen mit Ihnen sein. Ihre Abteilung macht sehr hohe Verluste. Mein Gott, Sie werfen mich raus? Das darf doch nicht wahr sein. Herr Bellheim möchte, dass wir uns nach dem Sommerschlussverkauf noch mal zusammensetzen. Wir könnten Ihnen eine Stelle bei den Kurzwaren anbieten. Ja, aber da kenne ich mich doch gar nicht aus. Oder, wenn Sie ins zweite Glied zurücktreten wollen, eine Substitutenstelle bei unserer Göttinger Modeabteilung. Dann wären Sie auch etwas weniger überlastet. Ich fühle mich aber nicht überlastet. Ich bin Abteilungsleiterin in der Damenoberbekleidung. Grundsätzlich erlaubt Ihr Arbeitsvertrag die Versetzung in eine andere Abteilung. Seit 25 Jahren arbeite ich in der Damenoberbekleidung. Und deshalb wäre ein Wechsel vielleicht mal erforderlich. Wenn Sie, überlegen Sie sich das gut, Mathilde, wenn Sie ganz aufhören wollen. Nach all den Jahren bei uns würden Sie eine anständige Abfindung bekommen. Sie bieten mir Geld? Und ich habe keinen Boden mehr unter den Füßen. Lieber Gott, Herr Bellheim, was habe ich Ihnen denn getan? Was habe ich Ihnen allen denn getan? Nur das eine Mal noch, Tante. Bitte, lass mich nicht im Stich. Es ist unheimlich wichtig, dass wir sofort verkaufen. Heute noch. Ja, Tepafix. Ja, ich weiß. Wir haben die Papiere gerade gekauft, aber... Sag mal, hast du was? Du klingst so merkwürdig. Hast du geweint? Tante, es geht um sehr viel Geld. Und jetzt, wo ich anfange, etwas mehr zu haben, merke ich erst, wie beschissen es war, nichts zu haben. Sagen Sie ihr, ich bin gleich bei Ihnen. Das hier, okay. Diese Abteilungsleiterin, mit der ihr heute gesprochen habt,
Sie ist überfahren worden. Was? Vor unserem Kaufhaus. Sie lebt. Wie schwer verletzt ist, weiß man noch nicht. Verdammt nochmal. Das ist reine Wolle, gnädige Frau. Und der? Der ist kariert. Ach, der ist kariert. Sie hat eine Gehirnerschütterung und der Arm ist angeknackst. Hat aber noch Glück gehabt. Die Frau kriegt ihre Entlassung und kommt eine Stunde später unter den Bus. Das macht natürlich böses Blut im Betrieb. Da kocht die Volksseele. Also kein Entgegenkommen der Gewerkschaft. Kein Wegfall vom 13. Monatsgehalt und dergleichen. Gewerkschaften müssen Stimmungen berücksichtigen. Sie sind auf Mitgliedsbeiträge angewiesen. Der Betriebsrat legt jetzt garantiert eine härtere Gangart ein. Danke, dass Sie mich gleich informiert haben. Wenn es was Neues gibt, rufe ich Sie an. Ja. Oder ich Sie. Gut. Ich habe gerade mit Mama telefoniert. Sie wünscht dir gute Besserung. Wenn nötig, setzt sie sich in den letzten Zug und kommt her. Es tut mir leid, wenn ich wieder damit anfange, Tante, aber... Hast du die Aktien verkauft? Taperfix, ja. Was? Ich war doch auf dem Weg zur Bank. Ich brauche eine Kontovollmacht, sonst bin ich erledigt. Kannst du schreiben, Tante? Kannst du schreiben? Ich brauche nur deine Unterschrift. Das ist alles, was ich brauche. Verdammt, komm! Nur deinen Namen, mehr nicht. Komm, hier. Hier, nimm den Stift. Hier, versuch. Komm, ich brauch nur deinen Namen. Ja. Ja, komm, schreib. Nur deinen Namen. Ja. Ja. Ja, Ihr Konzept mag logisch und schlüssig sein, Herr Bellheim, aber wer ist schon frei von Fehleinschätzungen? Die Filialumgestaltung wird eine Menge Geld kosten. Ich würde Ihnen ja gern mehr Versprechungen machen, wenn wir nicht so sehr damit beschäftigt wären, sie einzulösen. Herr Dr. Urban? Herr Dr. Urban, die neuesten Zahlen bitte. Danke. Unsere Ertragslage hat sich deutlich verbessert. Wir sehen ein Licht am Ende des Tunnels. Ja, passen Sie auf, dass es kein entgegenkommender Zug ist. Bitte, ich will gar nicht stören. Nur rasch guten Tag sagen. Sagen Sie mal, Sie haben doch angekündigt, der Betriebsrat würde Ihre Bemühungen, Arbeitsplätze zu erhalten, besonders honorieren. Davon ist ja bisher nicht viel zu merken. Müller-Ment, Sie hatten heute Sitzung in der Bank. Es läuft auf eine Art Kompromiss hinaus. Ja? Müller-Ment hat sich nicht durchgesetzt, Urban aber auch nicht. Wenn unser Aufsichtsrat Bellheims Plänen zustimmt, wird sich die Bank mit einem Drittel an den Kosten beteiligen. Nur mit einem Drittel? Mhm. Dann braucht Bellheim also noch andere Banken.
Vermutlich wartet die Dame schon. Dame! In Ihrem Lokal, wir sind verabredet. Verabredet! Ich bin noch in Frankfurt, die Maschine hat Verspätung. Verstehen Sie? Da können Sie nicht mal ans Telefon rufen. Wegener, Andrea Wegener. Nicht Wehner, Wegener. Frau Wagner, Andrea Wagner. Herr Bellheim ist verreist. Ich gehe dann schon mal. Leider hat keine Nachricht hinterlassen. Gute Nacht. Nacht. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wer spricht denn da? Tut mir leid, Dame nicht da. Soll ich weiß auch nicht, wenn kommt. Ich möchte zahlen, bitte. Nein. Aber Lufthansa, MH098 nach Hannover, Flugsteig A16. Departure of Lufthansa, Flight MH098 to Hannover, Gate A16. Stimmt was nicht? Ich bin müde. Was ist denn los? Nichts. Ich kann es einfach nicht mehr ertragen, dass mir dauernd jemand auf der Pelle hockt. Hör zu. Komm, komm, setz dich hin. Wir müssen in Zukunft einiges verändern, okay? Was denn? Du darfst dich nicht zu früh binden, verstehst du? Du musst dein Leben offen halten. Du musst. Stell dich so hin, als ob es zu meinem Besten wäre, wenn du mal wieder Schluss machen möchtest. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass aus uns beiden etwas werden könnte. Ich dachte, mit uns wäre das schon was geworden. Wir sind doch. Wir empfinden doch so vieles ganz ähnlich und. Wir lachen über dieselben Dinge, das ist doch. Du hast einen anderen. Nein. Oh doch. Nein. Du bist in jemand anderen verliebt. Hör auf, in mir herumzubohren! Mach mir nichts vor, ich bin doch nicht blöd. Du bist ja ganz rot. Lass mich in Ruhe! Du hast jemanden kennengelernt? Nein! Ja. So gibt es also zu? Ja und? Ich bin doch nicht dein Eigentum. Aber es ist nicht so, wie du denkst. Es ist. Ich will nur. Ach, ich weiß überhaupt nicht, was ich will. Wie ist es? Das spielt doch keine Rolle. Du trennst es mit ihm, oder? Nein! Ich hab's doch gesagt. Nein! Hör auf! Hör auf! Ich bin nicht froh, dass ihr wieder da seid. Was ist denn los? Ich reise ab. Ruft meinen Sohn an, dass er mich hört. Was ist passiert? Ich habe ein wunderschönes Zuhause. Mein Enkel ist ein Sonnenschein. Warum soll ich mich hier rumärgern? Gewerkschaftsbonzen. Was kann kein Kaufhaus führen, sondern es kann nur den Betrieb stören. Na, haltet doch mal die Luft an. Worum geht es denn überhaupt? Ich hätte jemand eingestellt, ohne ihn zu fragen. Er wird hier mal gefragt werden. Ich reise ab. Schluss. Aus. Wir brauchen dringend eine gute Verkäuferin für die Damenoberbekleidung. Und heute hatte ich ein sehr nettes und aufgewecktes Mädchen, hat sich da vorgestellt. Ja, aufgeweckt. Sie hätten mal sehen sollen, wie der um die rumscharwenzelt. Ist geradezu widerlich. Also das geht wirklich zu weit, Reuter. Der macht ihr schöne Augen. Und wir dürfen nachher eine hohe Abfindung zahlen, um sie wieder loszuwerden. Wollen wir wetten, dass das Mädchen tüchtig ist? Fragt sich nur wo. Also ich hatte 40.000 Angestellte. Da werde ich wohl in der Lage sein, zu beurteilen, ob einer etwas kann oder nicht. Hoffentlich ist Verkalkung nicht ansteckend. Dann wären Sie eine Gefahr für die Allgemeinheit, Sie aufgeblasener Wichtigkacker. Stellen Sie mir ein Taxi, falls Sie noch wissen, wie man das macht. Oh Gott, wo sind meine Tabletten? Der Arzt hat mir gesagt, ich soll mich nicht aufregen. Und ich rege mich nicht auf.
Bitte schön. Soll er abreisen? Wisst ihr was? Lassen wir das Ganze. Was ist denn mit dem los? Weshalb bricht der sich jetzt auf? Mensch, wir sind völlig fertig. Den ganzen Tag reden wir uns im Mund fusselig. Wie ist denn gelaufen? Na nett, dass mal einer fragt. Prima ist es gelaufen. Mit einem Drittel wird sich die FAG Bank an der Umgestaltung beteiligen. Die finden unser Konzept sehr überzeugend. Und das letzte Drittel? Kriegen wir auch noch. Natürlich geht die auf. Danke. Nein, geht nicht auf. Dann tun Sie doch was. Was soll ich denn tun? Oh Gott, was soll ich denn tun? Merkgott. Irgendjemand holt es mit Türen ausgehen. Was? Jetzt hört der wieder nichts. Irgendjemand soll die Türen eintreten hier. Arzt hat gesagt, ich soll mich nicht aufregen. Reg mich nicht auf. Doch nicht mit Gewalt und nicht an den Knopf reißen. Halt sie mal bitte. Nur drehen. Nicht reißen. Drehen. Okay. Dann lassen wir die Kleine. Noch Probezeit, dann können wir sie wieder entlassen. Emma. Ja, entschuldige. So, jetzt reden wir bitte nicht mehr davon. Na ja, man kann ja mal sehen. Es tut mir aber leid. Entschuldigen Sie, wie gedankenlos von mir. Es tut mir sehr leid. Das hätte er wirklich böse ins Auge gehen können. Prinz ist ein braver Bursche. Er behält die Nerven. Oh, ja, dann bin ich aber froh. Ich glaube, auf den Schreck hin werde ich mir einen genehmigen. Darf ich mich Ihnen vielleicht anschließen? Eine Wirtschaftsdelikte. Dauernde Raucherei. Davon kriegt man Krebs, Mensch. Wo steht ich, das? Überall. Wenn ich als Nichtraucher den Rauch einatme, bin ich sogar noch gefährdeter. Na, der Rauch doch. Willst du mal lesen? Da ist er mit 93 Jahren noch Vater geworden. Na und? Er hat sein Leben lang geraucht und getrunken. Meine indiskrete Frage. Wozu? Wann hatten Sie das letzte Mal eine Frau? Sonnabend. 12. November 1984. Erinnert ihr euch an die Alpak? Die so scharf drauf war, Bellheim-Aktien zu kaufen. Tochter der Schweizer Zylikon. Und die wiederum ist eine Tochter der Jota AG. Jota? Also steckt Rottmann dahinter. Ja. Rottmann. Was ist denn? Schlechte Nachrichten? Meine Frau hat die Scheidung eingereicht. Die möchte sich wieder verheiraten. Aber ihr lebt doch schon eine Ewigkeit getrennt.
Das ist ganz merkwürdig im Leben. Man fährt über eine Weiche und merkt nicht, dass sie falsch gestellt ist. Landet ganz woanders, als man eigentlich hin wollte. Also dieser Ortmann will uns das Leder. Dann wollen wir es hier mal vorknöpfen.